Servus, herzlich willkommen zu Vlog Nummer 3. Ja, was steht an? Es ist endlich wieder Messezeit nach einer kurzen, ja, kurzen kann man nicht sagen, es waren jetzt doch 2 oder 3 Jahre Corona-Pause. Ich freue mich riesig, dass es wieder Messen gibt, beziehungsweise dass wir auch wieder vertreten sind auf die Hausmessen. Ich bin jetzt demnächst auf 3 Hausmessen. Übermorgen geht's los, geht's zu der Familie Grünbeck nach Ingolstadt zu Carbworld. Richtig fetter Laden, da nehme ich euch auf jeden Fall mit. Dann habt ihr mal so einen kleinen Einblick hinter die Kulissen. Dann geht es auch noch zur Angelzentrale nach Rieden. Und zum Schluss zum Angelhack nach Schillingsfürst. Genau, wie gesagt, ich nehme euch mit. Dann habt ihr mal so einen kleinen Einblick hinter die Kulissen. Ja, wir haben jetzt auch die letzten 2, 3 Wochen stehen wir schon eng in Kontakt mit den ganzen Händlern. Die müssen natürlich auch alles vorbereiten. Ich habe noch einen Messeflyer gemacht für unsere Social-Media-Kanäle. Also da gibt es wirklich viel zu tun. Genau. Ich fahre einen Tag eher los, schon Freitag. Schaue mich morgen schon mal um. Ja, und wie gesagt, ich muss jetzt noch Koffer packen. Und ja, zum Friseur muss ich auch noch. Und dann sehen wir uns. Bis denn und viel Spaß. So, ich habe auch noch mal 2 Pakete aus dem Lager bekommen. Es sind noch einige Neuheiten dabei. Zum Beispiel unsere neue Tacklebox. Jetzt heraus. Sehr geiles Teil. Nachfrage auch sehr hoch. Habe jetzt extra auch noch nicht eingeräumt. Dann bringe ich die morgen auf jeden Fall mal mit. Dann kann man die auch mal in die Hand halten. Was haben wir noch Neues? Unser neues Vorfachmaterial. Link. Pen, die Hülsen müssen auch irgendwo sein. 27K Powerback nehme ich auch mal mit, dass man das mal in die Hand halten kann. Gerade für einen schnellen Overnighter sehr geil. Unsere neue Grimp Zange schaut auch ganz geil aus. Ja. Gibt auf jeden Fall einiges, was ich dann dabei habe. Vor allem auch neue Produkte, die man dann auch mal live in den Händen halten kann. So, jetzt muss ich meinen Koffer noch packen. Habe noch ein bisschen daheim was zu tun und morgen geht es dann los Richtung Ingolstadt. Bis dann. So, im Hotel angekommen. Schaut ganz nice hier aus. Wollte eigentlich ein bisschen noch was filmen. Aber wir haben jetzt die komplette Foxband, die ganzen Kleinteile nochmal alles neu sortiert und alles schön hingehängt, dass das für morgen alles sauber ausschaut. Haben den Messestand noch aufgebaut. Ja. Und jetzt ist auch schon wieder später Nachmittag. Von daher, jetzt geht später noch was essen und dann zeige ich ins Bett, denn um 5 Uhr früh ist die Nacht wieder vorbei. Von daher melde mich morgen wieder. Bis dann. Ciao, ciao. Guten Morgen, 6 Uhr, wo ist mein Handy, 6 Uhr 12, ich bin seit kurz vor 5 Uhr wach, bin ein Frühaufsteher, weil ich früh meine Ruhe brauche. Jetzt ist der Fall der Fälle wieder eingetreten, der absolute Hotelklassiker, Vorsicht, Obacht, wenn das Wasser von der Dusche bis zum Bett rausläuft. Immer dasselbe hier. Naja, so, ich war kurz vor 5 Stunden, eine dampfen. Ja, das Hotel ausgestorben, keiner da. Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich meine Rechnung bekomme, ob ich schon auschecken kann, ob da schon jemand da ist. Ansonsten geht's gleich zur Carbworld. Das wird richtig gut heute. Bis denn.
Richtung bei der Arena, dann rechts abbiegen. Live-Podcast steht an. Herzlich willkommen, mein Name ist Benjamin Fersemann. Ach, der Fersemann ist auch drauf, schau her. Abfahrt. Und guten Morgen. Oh, der Rentner Sascha-Wacht, das bin ich gleich wohl. Was? Ja. Was? Der Rentner Sascha-Wacht. Pfeife, du. Moin, Christian. Moin, sein. Gut, was los, hä? So. Ja. Ich bin noch so eigentlich draußen. Also, moin, Moritz. Hi, servus. Alles klar. Alles bestens. Hallo. Hast du einen Vlog oder wie? Yes. Okay. Kannst du was haben? Naja, ich bin, es geht nicht mal los, ich muss mich erst vorbereiten, seelisch. Ich habe das gesehen bei irgendeinem Video bei euch, da hat er Wasser damit warm gemacht für Wärmflaschen oder so. Jetzt geht's klar rund. Ach, voll mir nicht. Servus. Ja, kurzer Rückblick zu letzten Samstag. Samstag, genau, Cup World, mega Hausmesse, mega viel los, mega Resonanz, einfach der absolute Hammer. Vielen Dank nochmal an die Familie Grünbeck, an Beder, Max und so weiter. Das läuft immer ganz familiär alles ab, da fühlt man sich einfach, als würde man dazugehören zur Familie. Also was die auf die Beine stellen, ist echt der absolute Hammer. Ich konnte natürlich jetzt nicht viel filmen, weil das war der absolute Hammer, was da los war. Keine Zeit gehabt. Ja, so der aktuelle Stand der Dinge. Ich bin dann Samstag bis 15 Uhr ging die Messe heimgefahren. Wollte mich da eigentlich nochmal melden, aber da war der Sturm, der Schneesturm des Todes. Das war der absolute Hammer. Ich habe dann die doppelte Zeit fast gebraucht heimwärts. Ja, es war das übelste Schneechaos. Ja. Dann habe ich gedacht, ich lege mich mal auf die Couch, mal kurz, und chill mal ein paar Minuten, weil es wirklich anstrengend war. Aber da waren dann schon wieder 20, 30 Nachrichten im Postfach drin. Ja, sind natürlich auch einige nicht hinkommen zum Stand, weil so viel los war. Und dann gab es noch Fragen zu den Produkten und wo kann ich das bestellen und wann kommt der Artikel. Also die Resonanz war wirklich mega. Vielen Dank nochmal dafür, war echt super. Ja, was steht an? Heute schon wieder Donnerstag. Morgen muss ich die Sachen wieder backen, den Messestand. Und dann geht's auch schon wieder weiter zur Angelzentrale nach Aurach. Genau, nicht Herrieden, sondern die Angelzentrale ist in Aurach und nicht in Herrieden. Genau, freue mich schon wieder mega. Haben auch die ganze Woche ein wenig rumtelefoniert, hier und da mit dem Robin. Das ist einer der beiden Geschäftsführer. Ja, gibt da immer auch viel abzuklären. Jetzt müssen wir noch überlegen, wo wir den Stand hinstellen. Entweder ins Messezelt oder doch
irgendwie vor die Foxwand. Foxwand wäre mir fast lieber, weil man da immer die Produkte auch recht, sag mal, greifnah hat und kann da besser was zeigen. Genau. Das müssen wir jetzt noch abklären. Mit Robin heute auch früh schon telefoniert. Ja, schauen wir mal, was bei rauskommt. Und dann melde ich mich wieder morgen, übermorgen am Samstag, wenn es Richtung nicht Herrieden, sondern Aurach geht. Bis denn. Ihr seht's, die Sonne scheint, der Wahnsinn. Da möchten wir jetzt gerne am See sitzen. Aber es gibt noch ein bisschen was zu tun, muss noch den Messestand einladen und die ganzen Sachen für morgen. Denn es geht wieder zeitig los morgen früh. Und vielleicht komme ich mal ein bisschen dazu, mehr zu filmen. Schauen wir mal. So, jetzt genieße ich die Sonne noch ein bisschen. Und dann sehen wir uns morgen. Ciao. So, folgendes Problem. Der Messestand löst sich langsam aber sicher in alle Einzelteile auf. Und jetzt muss ich euch was zeigen. So geil. Hier fehlt einfach mal eine Rolle. Ich weiß nicht, der Herr Esbert hat am Samstag den Messestand in meinen Bus getragen. Anscheinend hat er die Rolle verloren, ich weiß es nicht. Christian, wo ist die Rolle? Oh mein Gott. Naja, man hat ja zwei starke Hände. Kann man tragen auch, ne? In diesem Sinne, bis morgen. Guten Morgen, 4.43 Uhr, die Nachbarschaft nennt sich schon wieder. Was macht ihr in aller Herrgottsfrüh? Ja, so ist das Business. Ein schlauer Fuchs weiß ich zu helfen. Ich habe heute meinen Roadie nicht dabei, den Christian Esbert. Ich muss meine Sachen selbst tragen. Ja, auf jeden Fall. Ich habe hier noch was gefunden. Na, es steht sogar der Fuchs drauf. Weil ich laufe doch nicht zweimal. So, los geht die wilde Fahrt. Wir reisen zur Angelzentrale Herrieden. Eine Stunde, 12 Minuten. Ah, jetzt weiß jeder, wo ich wohne. Können wir bei mir daheim eine Hausmesse machen. So, wir reisen von schöne Oberfranken über die Landesgrenze hinaus nach Mittelfranken. Nach Osten Richtung Bamberger Straße starten, Abfahrt. Dann rechts abbiegen. So. Frontier steht schon. Liegen, Stühle, alles da. Bauen wir mal den Messestand auf. Guten Morgen, kurz nach 6 Uhr, ich stehe an der Tanke, habe mir schnell noch so einen Wachmacher hier geholt. Letzter Messetourtermin heute, es geht nach Schillingsfürst zum Hacki, zum Angelhack, hab mega Bock. Kurzer Rückblick noch zur letzten Woche, Angelzentrale Herrieden, war wieder mega, ich glaube irgendwas an die knapp 3000 Leute, sowas haben sie gesagt. Also für eine Außenmesse ist das schon echt super, super organisiert, danke nochmal an Nick und Robin, war echt super.
Und jetzt geht's wieder auf die Autobahn Richtung Es ist soweit, ich habe noch nicht ausgeschlafen. Richtung Schillingsfürst zum Hacki. Ich nehme euch mit. Ich hoffe, diesmal kann ich ein bisschen mehr filmen. Bis gleich. Ciao. Angelhag GmbH und Co. KG ist heute möglicherweise geschlossen. Stimmt gar nicht. Vergessen, das Schlusswort einzufilmen. Juhu. Ja gut, mittlerweile haben wir den 2. Mai. Ihr seht, ich sitze immer noch da mit Wollmütze. Es ist trotzdem immer noch kalt. Das Frühjahr läuft nicht so wirklich an. Naja, es kommt wahrscheinlich gleich wieder der Sommer, wie jedes Jahr. Ja, nochmal ein kurzes Feedback, kurze Rückinfo zu den Messen. War auf jeden Fall richtig geil, wieder die ganzen Leute draußen zu treffen auf den Messen. Hat richtig viel Spaß gemacht. Viel filmen konnte ich natürlich nicht, weil man immer beschäftigt war auf die ganzen Messen. Ja, vielleicht schaffe ich das nächstes Jahr mal ein bisschen außenrum noch ein bisschen was, ja, mehr zu filmen oder sonst irgendwie. Genau, jetzt geht es auf jeden Fall wieder los. Der Mai steht in die Startlöchern. Jetzt ist Zeit, einen richtig dicken abzuschöpfen. Ich habe jetzt noch 13 Tage Nachtschicht. Und dann habe ich Urlaub und dann nehme ich euch auf jeden Fall wieder mit im nächsten Vlog. Und dann machen wir auch mal wieder ein Gewinnspiel, habe ich mal so ausgedacht. Also auf jeden Fall reinschauen. Ja, ansonsten lasst einen Kommentar da, abonniert unseren Kanal und so weiter. Ihr kennt die ganze Geschichte. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.